und herzlich willkommen. Ich bin heute in der Sporthalle in Schmellwitz bei den kleinen Fußballern, die mal ganz groß rauskommen wollen. Und wir werden Ihnen heute gemeinsam Übungen zeigen. Nicht von Fußball, sondern wir zeigen richtige, gute Kraftübungen für den ganzen Körper. Und nun probiere ich es auch mal. Für unsere erste Übung gehen wir richtig weit in die Grätsche und heben die Arme. Die Arme werden richtig weit aufgedreht, sodass auf den Händen ein Säckchen, zu Hause ruhig auch einen Löffel, drauflegen auf die Hand und das halten. Und dann geht man in die Tiefe, rein und hoch. Dadurch, dass wir die Hände so aufdrehen, ist es recht anstrengend für den Rücken. Also hoch und tief gehen und später werden wir diese Position dann halten. So, wir heben die Arme zur Seite, das Säckchen liegt schön auf der Hand und jetzt geht's tief. Knie beugen und wieder hoch. Und wir schauen alle nach vorn, damit die Fernsehzuschauer uns gut sehen. Schaut in die Kamera hinein und geht schön tief und wieder hoch. Tief und wieder hoch. Tief und wieder hoch. Und tief. Okay, wir wechseln zur anderen Seite. Und wieder die Hände weit aufdrehen. Und jetzt bleiben wir hier unten. Bleibt, wir federn hier unten. Und ihr merkt, das wird anstrengend, aber wir halten durch. Und immer noch die Hände schön aufdrehen. Nicht ganz so tief, ein bisschen höher, Melina. Komm ein bisschen hoch. Und schön weiterarbeiten. Und wir halten noch durch. Noch 8, 7, 6, 5, 4. 3, 2 und 1. Geschafft. So, wir kommen zur zweiten Übung. Die soll aus dem Liegestütz erfolgen. Hopp, richtig schön festmachen. Wichtig ist nicht durchhängen. Eher den Po ein bisschen höher. Und jetzt wird hier hochgedrückt. Und dann wieder zurückgegangen. Arme bleiben lang. Heben. Und wieder zurück. Dabei immer schön weiteratmen. Schön weit hoch, möglichst die Fersen absetzen und dann wieder zurückgehen und schön festbleiben. Wem das zu schwer ist, der kann das aus einer anderen Position machen, nämlich aus dieser hier. Da hochdrücken und dann in die Bankstellung zurückgehen. Okay. So, los geht's, Kinder. Wir rutschen in den Liegestütz. Der Bauch ist fest und jetzt geht's hoch. Und wieder zurück. Genau. Und hoch. Schön durchhalten. Und wieder zurück. Und heben. Und wieder zurück. Wenn wir hochkommen, die Fersen in Richtung Boden schieben. Und wieder in den Liegestütz. Und wir schaffen noch 4. Und wieder zurück. Wenn wir oben sind, Fersen nach unten drücken. Und wieder zurück. Zweimal noch. Und heben. Und rück. Und nochmal. Und heben. Und nochmal einen richtig schönen Liegestütz machen. Nicht so durchhängen. Bauch ist fest. Liegestütz halten. Halten. Knie ablegen. Und gut. So, bei unserer dritten Übung bringen wir Kraft und Koordination zusammen. Die Beine sind wieder etwas geöffnet und wir gehen so tief, wie es eben jeder kann. Dann geht es nach oben auf den Ballen und richtig weit hochstrecken. Tief gehen, am besten die Arme hier nach vorne nehmen und dann weit nach oben schieben. Tief gehen und lang machen, Schultern dabei unten lassen beim Langmachen. So, wir starten aus der Hocke. Und jetzt geht's hoch. Auf den Ballen, Arme hoch und wieder tief. Und hochschieben. Und wieder tief. 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 Lang hoch. Und schön durchhalten. Wir schaffen noch 4-mal. Und tief. Und 3. Und tief. Und 2. Und tief. Und 1. Und tief. Halten. Genau.
Gesellschaft. Wir haben noch eine vierte Übung ausgesucht. Dazu legt man sich in die Seitposition, schön die Knie nach hinten, Unterschenkel angewinkelt, Becken abheben, Arm über den Kopf und das obere Bein wegspreizen. Halten die Spannung sowohl hier in der Schulter als auch hier im Bauch und dann Knie und Ellbogen zusammenführen. Schöne große Bewegung machen, rein, nicht nach vorn kippen, sondern wirklich in dieser Seitposition bleiben und wieder lang machen. So, los geht's. Alle auf die Seite, die Beine nach hinten, das Becken hochheben, den Arm über den Kopf. Das obere Bein wegschieben und jetzt zusammen, auseinander. Zusammen, auseinander. Zusammen, auseinander. Reinziehen und lang. Reinziehen und lang. Und nochmal vier, lang. Und durchhalten, drei. Lang, zwei, lang und eins und lang. Ablegen, wir gehen auf die andere Seite. Zack, Beine nach hinten, schön rausschieben, hoch, Arm über den Kopf, Bein weg und reinziehen und lang. Reinziehen, dabei schön atmen, reinziehen. Wenn es jemand sehr schwer fällt, dann eben das Becken ablegen. Aber gut ist natürlich, so eine Grundspannung aufzubauen. Reinziehen und wieder lang. Reinziehen und wieder lang. Weiter geht's noch, Kinder. Und nochmal. Vier, lang. Drei, lang. Zwei, lang. Und eins und lang. Und ablegen. Kai, herzlichen Dank, dass wir heute hier die Aufnahmen machen konnten. Ich finde, die Jungs und Mädchen haben es ganz klasse gemacht. Ich hoffe, das hat die Zuschauer auch richtig animiert, mitzumachen. Stell doch deinen Verein bitte mal kurz vor. Ja, also ich kann das bestätigen, dass die Jungs toll mitgemacht haben. Und Jungs und Mädchen natürlich. Ja, und das ist die jüngere E-Mannschaft von Rot-Weiß-Merzdorf. Rot-Weiß-Merzdorf ist ein Verein, der 1952 gegründet wurde. Es ist ein sehr lebendiger Verein. Wir haben mittlerweile 100 Jugendliche in der Betreuung, Jugendliche und Kinder. Ja. Wir haben acht Jugendmannschaften oder Jugendgruppen. Und wir haben ein tolles Trainerteam. Wir arbeiten zukunftsorientiert und wer mal seine Kinder von der PlayStation weg haben möchte, kann sie gerne zu uns schicken. Wir orientieren uns an dem Breitensport, aber wir möchten auch etwas leistungsorientierter trainieren. Dass ihr Talente sozusagen fördert. Dass wir Talente fördern, auch erkennen, ja, und dann natürlich unsere Mannschaften so gut wie möglich ausbilden. Dafür wünsche ich euch ganz viel Erfolg und ich weiß, ihr habt schon viele Spiele gewonnen. So soll es auch in Zukunft sein. Ja. Das war's schon wieder. Tschüss, bis zum nächsten Mal und bleiben Sie fit und gesund. RWM! Au!